Hi und herzlich willkommen zu meinem Anfänger-Tutorial für Dwarf Fortress. In diesem Video werde ich alles zusammenfassen, was ihr braucht, um eine stabile Festung aufzubauen, die für einen Anfänger gut verständlich ist und die nicht gleich an sich selbst scheitert. Da dieses Spiel unglaublich tief und komplex ist, wird diese Base, die ich euch hier vorstelle, sehr simpel sein. Keins der Systeme wird allzu tief bedient werden, aber das ganze Setup reicht, damit ihr euch wirklich gut umschauen könnt, ein Verständnis dafür bekommt, wie die Systeme funktionieren, und danach wird vieles, was euch bisher verwirrt habt, wenn ihr bisher nur Fragezeichen hattet, echt eine Menge mehr Sinn machen. Jedenfalls ist das meine Absicht. Wenn danach noch Fragen offen bleiben, schreibt es mir in die Kommentare, ich sehe zu, was ich für euch tun kann. Nun, das erste, was wir machen, ist, wir starten ein Spiel in einer neuen Welt. Ich habe hier eine erstellt. Eine absolute 0815-Welt, einfach so Standardeinstellungen, wie sie kommt. Und in Dwarf Fortress kriegt ihr eine ganze Welt erstellt und eure Gameplays werden dann in die Geschichte dieser Welt eingehen und ein paar Dinge verändern dort. Ihr könnt dann Leute aus euren alten Runs treffen und ihr könntet eure alte Festung wieder neu aufbauen. Ziemlich lustige Dinge. Das Spiel ist wahnsinnig tief in der Hinsicht. Und wir interessieren uns heute aber an der Stelle nur, wie kriege ich einen Spot, den ich gut spielen kann als Anfänger, ohne mir ein Geologiestudium vorher reinziehen zu müssen? Der einfachste Weg ist, dass ihr das Tutorial startet. Das Spiel sucht dann für euch einen ziemlich leichten Startpunkt aus, der alle Gegebenheiten erfüllt, gut an Ressourcen rankommen, wenig Bedrohungen und ein sehr, sehr guter Einstieg, um zu verstehen, wie alles funktioniert. Gut. Mit dem hier, ihr klickt euch dann einfach hier durchs Tutorial. Das Schöne ist, ihr müsst das Tutorial nicht machen. Ihr könnt das alles komplett wegklicken und dann seid ihr schon mitten im Spiel. Das haben sie sehr, sehr schön eingefädelt. Man kann das Tutorial machen, wenn man möchte, aber man muss nicht. Ich lege es euch ans Herz, es erklärt die Basics extrem gut. Und gleich vorneweg, zusätzlich zu diesem Video hier ins Fragezeichen, habt ihr hier einen Haufen Erklärungen, die echt wertvoll sind. Wie ihr seht, alles in englischer Sprache. Momentan gibt es noch keine deutsche Übersetzung, während ich das aufnehme. Aber ich bin mir sicher, entweder die Devs oder die Modding-Community werden da nachhelfen. Momentan leider nur in geschriebener englischer Sprache. Daher konnte ich keine deutsche Version so weit aufsetzen. Okay. Was wir hier sehen, ist erstmal diese Leute, die hier rumlungern, sind eure Zwerge. Dann haben wir hier oben ein bisschen Menü. Das oben hier gibt vor allem an, wie es euren Leuten geht, was ihr habt, wie es der Festung geht, welche Zeit es ist. Hier habt ihr noch eine Minimap mit ein paar nützlichen Dingen, die ich euch später auch noch erklären werde. Unten links in der Ecke ist alles, was ihr an Stadtverwaltung und Jobverwaltung finden werdet. Also wenn ihr hier reingeht, habt ihr einen Haufen Menüs. Ich werde hier alles erstmal nur überfliegen, denn ins Detail gehen wir nachher, wenn wir es brauchen. Ansonsten, wenn ich jetzt jedes Menü hier erklären würde, dann sitzen wir eine Stunde noch da. Hier unten haben wir unser Baumenü, kurz zusammengefasst. Der Block hier, der erste, das sind alles Befehle zum Abbergbauen und Pflanzen sammeln, Bäume hacken und so weiter. Das hier sind alles die Baubefehle für Gebäude und Zonen und so fort. Das hier sind alles Sachen logistischer Natur, Zoneneinteilungen, Minenwagen, Strecken aufbauen, derlei Dinge. Und hier geht es um Erlaubnisse, was eure Leute bedienen dürfen, was sie nicht bedienen dürfen, was sichtbar sein soll, was eingeschmolzen werden soll und so fort. Ansonsten bleibt hier unten in der Ecke noch, hier ist das Militärmenü, falls ihr später mal suchen solltet. Hier könnt ihr eure Militärtruppen aufrufen und hier gibt es nochmal Zugang zur gesamten Weltkarte. Da könnt ihr euch nochmal anschauen, was eure Nachbarn so treiben. So, die Weltkarte wird hier bewegt, indem ihr die mittlere Maustaste gedrückt haltet und dann Drag and Drop oder WASD, um es hin und her zu bewegen. Wenn ihr das Mausrad nach oben bewegt, geht ihr eine Höhenebene nach oben. Wenn ihr das Mausrad nach unten bewegt, geht ihr eine Höhenebene nach unten. Ihr könnt das auch mit E für oben oder C nach unten bedienen. Wichtig ist hier, ihr seht hier unter der Minimap Elevation 43. Das ist eine von 43 Höhenebenen. Jede einzelne Höhenebene in diesem Spiel ist voll illustriert. Also, um euch ein Bild davon zu geben. Hier, wenn ihr hochblättert, dann kommt hier dieses Stück Plateau. Wenn ihr dann wieder hochblättert, dann kommt dieses Stück Plateau. Also eure Berge sind nicht einfach nur ein statisches Stück Stein. Die sind Schicht für Schicht realistisch abgebildet. Und dementsprechend, wenn wir jetzt unter die Erde schauen, dann geht es da gerade so weiter. Also sehr, sehr viel zu entdecken und sehr, sehr viel zu tun. Wir könnten hier noch eine ganze Weile drüber weiter nachdenken. Was wir hier als erstes tun müssen, wenn wir hier angekommen sind, ist
uns ein Zuhause aufschlagen. Dementsprechend könnte man jetzt denken, buddeln wir uns hier in den Berg, eine Möglichkeit. Aber viel, viel einfacher, und da ihr nicht immer einen Berg zur Verfügung habt, ist es hier unten die Spitzhacke zu nehmen, das Treppensymbol, und einfach, wo ihr steht, eine Treppe nach unten zu graben. Natürlich wäre es hier absolut eine gute Wahl, in den Berg reinzugehen. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Überhaupt, dieses Spiel hat 1000 Wege, wie man dieselbe Sache anpacken könnte. Also spielt es bitte um Himmels Willen so, wie ihr es für richtig haltet. So, um nach unten zu kommen. Treppensymbol. Einmal links klicken, dann habt ihr es auf dem Cursor. Es bleibt hier jetzt drauf. Dann mit dem Mausrad nach unten. Und dann nochmal links klicken. Und dann kommt raus ein Treppeneingang hier und ein Treppenausgang da. Hier oben könnt ihr das Spiel auf Go stellen oder ihr drückt die Leertaste. Und was jetzt passiert, ist, einer eurer Jungs geht dorthin. Und wir haben hier jetzt eine Treppe hier und eine Treppe dort. Das erste, was wir machen, ist ein bisschen Tunnel in die Richtung graben. Macht ihn ruhig ein bisschen breiter. Ruhig zwei breit. Und dann graben wir geradewegs noch eine Treppe weiter nach unten. Weil es gibt keinen guten Grund, warum ihr gleich auf der ersten Ebene direkt unter der Erde eure Base aufbauen solltet. Wenn irgendwann mal Gegner kommen, die bei euch einbrechen wollen, macht ihr es ihnen damit nur leichter. Also wir gehen dementsprechend jetzt gleich auch nochmal eine Schicht nach unten. Schadet überhaupt nichts und wird euch später nur gut tun. So, und wie ihr seht, graben wir uns hier durch und hier kommen wir auf die erste Ebene, die bereits Stein hat. Das ist ganz interessant. Also, das Spiel bietet hier wie eine Höhenebene nach der anderen und das sind die Basics vom Bergbau. Also, ihr könnt hier mit der Spitzhacke dann auswählen, was abgebaut werden soll. Es gibt dann noch ein paar andere Dinge, die mit den Höhenebenen zusammenhängen. Das wäre wirklich zu viel für ein Anfänger-Tutorial. Hier reicht es zu wissen, damit könnt ihr eine Treppe nach oben oder nach unten ausgraben und so kommt ihr dann vorwärts. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist, wenn wir sagen, hier wollen wir unser Zuhause aufschlagen, ist, wir graben erstmal einen richtig schönen großen Raum aus und dann haben wir hier oben auf dem Wagen, wenn ihr den links klickt, seht ihr, was da alles drauf ist? Direkt verschiedenste Rohstoffe. Das ist unser Expeditionswagen. Diese Gegenstände sollen erstmal in die Base. Das ist eine der ersten Sachen, die ihr eigentlich für jeden Run aufsetzen könnt. Weil oberhalb der Erde habt ihr alles Mögliche an Geziefer, das eure Vorräte will. Und tatsächlich werdet ihr viele eure Sachen gestohlen bekommen, wenn ihr sie zu lange oberhalb der Erde hättet. Dementsprechend richten wir uns unterirdisch ein, wie es sich für Zwerge gehört. Dafür, um die Jungs jetzt dazu zu bringen, dass die Items von oben nach unten gehören, richten wir eine sogenannte Stockpile-Zone ein. Das ist dieses Symbol hier in der Mitte. Einfach ausgedrückt, diese Zonen sind Zuordnungen, die dem Spiel sagen, wo welche Gegenstände hinsortiert werden sollen. Ihr könnt da wirklich die wüstesten Sachen machen. Ihr könnt eine Zone einrichten, in die nur eine bestimmte Art Stein hingelegt werden darf. Ihr könnt eine Zone einrichten, die so und so funktioniert. Hier ist wirklich alles Mögliche möglich. Fürs Erste erkläre ich euch, wie man sie einrichtet und wie man sie dazu bringt, einfach nur euer grundlegendes Basic-Inventar zu verwalten. Also, zunächst mal auf das Icon hier. Dann dieses Icon hier ist zum Anlegen von neuen Zonen. Und jetzt seht ihr, wir haben hier wieder dieses Karo-Muster, dann Drag and Drop, oder besser gesagt einmal links klicken, dann habt ihr es auf dem Cursor und dann nochmal links klicken. Und dann seht ihr schon, wie es sich hier über die ganze Gegend hier legt. Wir drücken hier auf Akzeptieren und hier auf Alles akzeptieren. Und ab diesem Punkt weiß das Spiel jetzt, hier sollen alle Gegenstände, die in unserem Besitz sind, gelagert werden. Nachteilig ist ein bisschen, dass hier die ganzen Steine rumliegen. Die sind uns im Weg, aber das ist halb so wild. Wir finden dafür auch noch eine Lösung. Gut, sobald der Raum hier fertig ist, sehen wir jetzt, die Zone ist nicht groß genug. Also, wenn das euch passiert, könnt ihr hier auf das Pinsel-Icon klicken und dann könnt ihr nochmal die Zone weiter vergrößern. Solltet ihr feststellen, dass eure Zone die falsche Größe hat, dann klickt ihr auf das Pinsel-Icon und dann hier auf den Radiergummi. Und dann könnt ihr hier die Zonengröße nochmal verkleinern. Und ja, jetzt vergrößern wir es wieder, damit es wieder passt. Und so legt ihr Stockpile-Zonen an. Also hier könnt ihr jetzt dann auch noch verschiedene Kategorien einstellen, was dort gelagert werden soll. Mit dem Knopf Custom könnt ihr dann auch nochmal wirklich ganz genau aufs Allerfeinste konfigurieren, was da liegen darf.
Ich möchte nur einmal kurz drauf gezeigt haben, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Das nächste, was wir jetzt machen, ist natürlich uns häuslich einrichten. Wir können jetzt hier unser ganzes Inventar lagern, aber das nächste, was wir natürlich machen müssen, ist, wir sollten uns wirklich dringend Werkstätten aufbauen, weil Weiterverarbeiten dieser Güter ist, was jetzt angesagt ist. Ich gehe eine Ebene nach oben, weil dort schneller ausgegraben ist. Und ich gehe jetzt hier auf eine hohe Priorität für meine Mining-Aufträge. Wenn ihr hier auf den gelben Pfeil drückt, könnt ihr hier einstellen, wie wichtig die Dinge sein sollen. Und wir richten uns jetzt hier auf dieser Ebene ein und machen hier ein bisschen Werkstätten auf und ein bisschen Farming. Ihr könnt natürlich eure Werkstätten auch hier unten einrichten, spricht auch nichts dagegen. Genau genommen, je tiefer ihr baut, desto besser. Aber hier habe ich es gerade ein bisschen eilig fürs Tutorial. Deswegen bauen wir hier und mit dem Hinweis, je tiefer ihr eure Werkstätten baut und organisiert, desto besser. Weil hier oben habt ihr fruchtbaren Boden. Hier in der Infobox steht Loamy Sand. Und hier, das ist also alles, was Sand, Lehm oder so ist, könnt ihr als Farmingboden benutzen und das hier unten nicht mehr. Deswegen wäre es optimaler, hier eure Werkstätten hier unten aufzubauen. Aber wir machen das hier oben, weil das geht auch. Weil es geht im Grunde genommen alles, was ihr möchtet. In diesem Spiel gibt es wirklich sehr, sehr viel zu entdecken und schränkt euch bloß nicht ein mit dem Gedanken, dass ihr irgendwas total optimal machen solltet. Das Motto der Entwickler zu diesem Spiel ist Losing is fun, was zu Deutsch ist, Verlieren macht Spaß. Genau genommen werdet ihr angehalten dazu, das Spiel bloß nicht zu vorsichtig zu spielen, sondern Gefahren in Kauf zu nehmen und dann einfach die nächste Festung aufzubauen. Ihr habt hier ohnehin so viel gelernt danach. Das wird euch gut tun. So, hier oben wollen wir uns unsere ersten Werkstätten aufbauen. Wir gehen jetzt, ich habe jetzt hier eine größere Fläche freigegraben und jetzt grabe ich noch so kleine 3x3 große Kammern aus, weil die Werkstätten haben dann genau diese Größe. Dann rufe ich hier noch eine kleine Zone aus und sage, bitte tragt hier alles Holz hin, damit wir hier damit arbeiten können. Genau genommen möchte ich eigentlich alles Stein und alles Holz hier haben. So, das Holz, genau. Jetzt haben wir das genauso eingerichtet. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier damit eine Custom Order, aber unsere Jungs wissen jetzt Bescheid. Ihr könnt jetzt auch hergehen und darauf klicken und darauf. Und jetzt könnt ihr zuweisen, dass diese Zone hier ihr Zeug von der hier empfangen soll. Das ist ein schönes Aufräumsystem, weil das bedeutet, wenn sie erstmal keinen Plan haben, werfen sie es erstmal hier unten ab und dann werden die Leute, die das Ganze sortieren, das dann wieder nach oben tragen. So habt ihr automatisch eine Zuordnung, wo die Dinge hingehören. Seht ihr, jetzt tragen sie schon die Steine dorthin. Gut, jetzt fangen wir mal an, weg von den Stockpiles zu kommen und hin zu den Workshops. Hier unten im Baumenü seht ihr im Menü Workshops alles an Werkstätten, was das Spiel zur Verfügung hat. Ist echt eine Menge, aber keine Sorge, ich lotse euch durch die wichtigsten durch, die ihr haben müsst. Der erste, den ihr aufsetzt, wird der Carpenter sein, denn das ist der Holzverarbeiter, den werdet ihr in jedem Fall am Anfang brauchen. Nummer zwei der üblichen Verdächtigen ist der Stoneworker, der verarbeitet eure Steine. So könnt ihr dann schon die Basic-Materialien weiterverarbeiten. Und ihr habt gesehen, um einen aufzubauen, nochmal ganz langsam jetzt hier, den nächsten Workshop, den wir auch stets hier oben haben wollen, nämlich den Crafting-Zwerg. Ihr wählt es aus. Das Spiel sucht automatisch das nächstbeste Material. Ein Klick und dann werdet ihr gefragt, was ihr für ein Material ihr verwenden wollt. Hier können wir jetzt einen Stein oder den anderen Stein benutzen. Es macht wirklich nicht viel Unterschied. Und dann legen die Jungs los. Das ist im Wesentlichen wirklich alles. Diese Workshops hier jetzt können mit Arbeitsbefehlen gefüttert werden. Wir haben allerdings noch kein Holz, deswegen kurz hier eine Erklärung, wie ihr an Holz kommt, wenn wir jetzt hier nach oben blättern. Das sind Holzstämme. Ihr nehmt die Holzaxt, klickt zweimal auf diese Holzstämme und das ist alles, was ihr haben müsst. Dann wird hier gearbeitet und die Jungs werden die Bäume fällen und ihr habt Holz zum Verarbeiten. So. An den Werkstätten hier unten könnt ihr, wie gesagt, Arbeitsaufträge aufgeben und ihr klickt die und dann gibt es hier das Fenster Add New Task. Neue Aufgabe hinzufügen. Jetzt seht ihr alles, was man in einem Workshop machen kann. Und das ist jedes Mal für jeden Einzelnen echt eine ganze Menge.
An der Holzwerkstatt die ersten wichtigen Dinge, die ihr haben wollt. Betten, damit könnt ihr Häuser einrichten. Bins, das sind Vorratskisten, in die alles Mögliche rein kann. Barrels, das sind Fässer für Essen und Getränke, super wichtig. Blocks machen im Endeffekt aus einem Holzscheit vier kleine Blöcke, die ihr dann für viele, viele andere Dinge verwenden könnt. Im Endeffekt könnt ihr damit eure Holzvorräte strecken und sie anderweitig effektiv umsetzen. Türen, auch sehr, sehr wichtig, damit ihr eure Räume absiegeln könnt. Stühle, ebenfalls sehr, 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 sehr wichtige Einrichtungsgegenstände. Und ansonsten kommen hier noch sehr viele andere Dinge, von denen, nun ja, wir sollten den Tisch noch erwähnen, daran können eure Zwerge essen, in Verbindung mit einem Stuhl. Tisch und Stuhl sind ein Essplatz. Und letzten Endes hier unten Wheelbarrow, noch die Schubkarre, ist ebenfalls sehr wertvoll, denn damit können eure Zwerge große Steine oder schwere Dinge wesentlich leichter tragen und sind nicht so langsam unterwegs. Denn so ein Stein, der ist sehr schwer, ihr seht hier bei Weight das Gewicht. Je mehr das in den dreistelligen Bereich geht, desto langsamer werden eure Zwerge unterwegs sein, werden sie sowas tragen. Ihr habt es gerade vielleicht gesehen, der ist extrem langsam gelaufen hier. Der hat auch einen Stein in der Hand. Wenn sie eine Schubkarre haben, können sie sich schneller bewegen. Die könnt ihr hier auch craften. Am Stoneworkers Workshop können wir sehr, sehr viele ähnliche Dinge tun, mit ein paar Unterschieden und ein paar Dinge, die einmalig dafür sind. Ihr könnt hier genauso Blocks machen, das ist dasselbe Konzept. Aus einem Boulder, Felsen, werden vier Blöcke, sehr nützlich, um Steine zu strecken. Bücherregale, Schränke, Koffer, das sind persönliche Truhen, die sind sehr, sehr einmalig und wichtig für euren Haushalt. Denn das ist so die typische Truhe, die ihr am Fußende von jedem Zimmer habt. Und die sind extrem wichtig für die Zuhause, für die Einrichtung eurer Zwerge. Wir bauen direkt eins für die spätere Benutzung. Ansonsten, der Thron hier unten ersetzt den, ist gleichwertig mit dem Stuhl. Ich fand es extrem merkwürdig, dass Throne und Stühle dasselbe sind, aber sei es drum. Und ansonsten könnt ihr hier an dieser Werkstatt extrem viel aus Stein machen statt aus Holz. Das ist dahingehend interessant, wenn ihr mal irgendwo wohnt, wo Holz nicht so geläufig ist, könnt ihr damit Dinge substituieren. Und hier noch ganz schnell der Craftsdwarf ist ein Tausendsasser. Hier könnt ihr Knochen und Muscheln und alles Mögliche in Tourismusbedarf weiterverwandeln. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Werkstatt dahingehend, dass ihr damit Dinge weiterverarbeiten könnt, die ihr sonst nicht loswerdet. Und im Rock-Bereich findet ihr extrem wichtige Dinge. Trinkgefäße, Mugs und Jugs. Eure Leute sind tierisch unglücklich, wenn sie ihr Gesicht ins Fass hängen müssen, um was zu trinken, statt wie ein ordentlicher Zwerg aus dem Trinkgefäß trinken zu können. Und was ebenfalls sehr, sehr, sorry, nicht Jugs, nur Mugs sind Trinkgefäße. Und was ebenfalls sehr, sehr wertvoll zu wissen ist, ist, dass Rockpot ist gleichwertig mit dem Wood Barrel. Also ihr könnt ein Holzfass oder einen Rockpot machen, je nachdem. Die tun beide dasselbe. So, das so viel über Workshops im Allgemeinen. Ihr wisst jetzt, wie man hier einen Auftrag aufgeben kann. Man kann dafür sorgen, hier mit dem Button, dass er endlos gemacht wird. Hier kann man noch nach oben sortieren. Hier kann man dafür sorgen, dass dieser Auftrag jetzt super wichtig ist. Aber ansonsten machen eure Zwerge alles vollautomatisch. Wenn ihr genauere Justierungen vornehmen wollt, hier das Labor-Menü erlaubt euch genau einzustellen, wer was machen soll. Hier könnt ihr sehen, ob nur bestimmte Leute das machen. Hier seht ihr, Bergbau soll nur von bestimmten Leuten gemacht werden. Anpflanzen darf von jedem gemacht werden. Derlei Dinge. Wir gehen jetzt noch eine Etage weiter nach oben und legen eine kleine Farm an und ich erkläre euch, wie ihr eure Zwerge vorm Verhungern schützt. Genau genommen vorm Verdursten. Das Lustige an euren Zwergen ist, dass ihr wissen solltet, dass sie typische Zwerge sind. Das bedeutet, sie brauchen bei weitem weniger Essen, als sie Alkohol brauchen. Eure Zwerge können technisch gesehen von Wasser leben, aber Wasser wird die Jungs extrem und Mädels extrem schnell, extrem unglücklich machen. Dementsprechend vermeidet es, soweit ihr könnt. Alles in allem müsst ihr aber auch nicht so viel machen, um den Laden am Laufen zu halten. Ihr könnt, wenn ihr hier in den Workshop-Bereich geht, in den Reiter Farming gehen.
Und dort könnt ihr alles anlegen, was ihr braucht, was eure Zwerge zum Überleben brauchen. Zwerge machen ihre Landwirtschaft unterirdisch. Dementsprechend fangen wir an mit einem Farmplot. Und das könnt ihr entweder 3 auf 3 machen. Ich persönlich bin ein großer Fan von 4x3. Das reicht für wirklich, wirklich viel. Ich werde euch hier nur wirklich die grundlegendsten Basics hier geben für die Landwirtschaft. Das Spiel hat insgesamt 6 verschiedene landwirtschaftliche Güter, die eure Zwerge anlegen können, jedes mit einzelnen Nutzen. Hier über alles drüber zu gehen, würde zu weit führen. Ich mache gerne auch mal ein größeres Tutorial darüber. Aber hier an dieser Stelle, was wir wollen, nennt sich Plump Helmet. Euer Spiel daheim wird ein bisschen anders aussehen, weil ich habe dafür gesorgt, dass man rund ums Jahr dasselbe anbauen kann unterirdisch. Aber das ist nur ein kleiner Mod. Was hier zählt, Plump Helmets könnt ihr das ganze Jahr anbauen, auch ohne Mod. Deswegen, ich wollte es nur erwähnen, bei euch wird es ein bisschen anders aussehen. Ich habe nur vergessen, das mal drauf zu tun für diese Welt. Also, Plump Helmets fürs ganze Jahr. Ihr könntet und solltet natürlich etwas Abwechslung schaffen, aber bis ich euch jetzt erklärt habe, wozu welche Pflanze alles gut ist, vergeht einige Zeit. Ihr könnt damit die ersten Jahre sehr, sehr gut überdauern. Plump Helmets können von euren Zwergen gegessen werden, aber auch in Alkohol verwandelt werden. Das ist das Schöne daran. Eure Landwirtschaft baut im Wesentlichen darauf auf, dass ihr Dinge anpflanzt und wenn ihr eure Ernte habt, jede einzelne neue Pflanze kann beim Konsum wieder neues Saatgut erzeugen. Das bedeutet, auf Dauer werdet ihr immer mehr Saatgut haben, so wie es sich für eine ordentliche Landwirtschaft gehört. Das Erste, was ich euch wirklich wärmstens ans Herz lege, ist, wenn ihr rüber ins Labor-Menü geht, geht auf die Planter und geht weg von Everybody does this und auf Only Selected do this und teilt euch einen Farmer ein. Es ist ganz einfach erklärt, wenn jeder das macht, macht das jeder, der auch nicht so viel Skill hat und eure Ernte ist niedriger. Die Ernte ist einfach höher, wenn ein talentierter Farmer das macht. Dementsprechend lasst es einen alleine machen. Das ist auch nicht zu viel für einen Zwergen. Ihr kommt damit über die Runden. So, dann wird er hier rübergehen, die Pilze anbauen und sobald er damit fertig ist, werdet ihr eine Ernte haben. Was ihr jetzt als nächstes braucht, ihr braucht einen Workshop im Farming-Bereich, ihr braucht die Still, das ist eure Brauerei, dort werdet ihr Alkohol anlegen, ihr braucht die Kitchen, dort werdet ihr Essen kochen und ihr werdet auf dem Anfängerteil immer auch die Fishery brauchen. Dort werden eure Fische verzehrfertig gemacht. Wenn die nicht ordentlich ausgenommen sind und alles, dann werden eure Zwerge das Zeug nicht anrühren. Dementsprechend braucht ihr die Fishery. Das Schöne an der Fishery allerdings ist, ihr müsst da überhaupt nichts einstellen. Eure Zwerge gehen da vollautomatisch hin und bereiten die Fische oder die Muscheln hier in dem Fall einfach für euch zu. Das Erste, was ihr so machen solltet, wenn ihr dann das hier alles aufgesetzt habt, geht in den Labor-Bereich, Reiter für Kitchen. Und verbietet eure Küche, die Plump Helmets zu kochen. Das ist sehr wichtig, weil paradoxerweise, wenn die Plump Helmets in einer Mahlzeit landen, geht das Saatgut kaputt. Wenn ihr sie jetzt allerdings in der Brauerei zubereitet, dann geht das Saatgut nicht kaputt. Fragt mich nicht warum, es ist so, wie es ist. So. An und für sich habt ihr damit alle Sachen zusammen, die ihr braucht. Hier könnt ihr Alkohol produzieren, hier könnt ihr Essen produzieren, hier wird aus Fisch Nahrung erstellt. Ich werde euch dann jetzt, wir werden hierhin später nochmal zurückkehren, wenn ich euch erkläre, wie man automatisierte Produktionen aufsetzen kann. Aber momentan, ihr könntet es jetzt für jedes Mal, wenn ihr eine Ernte habt, aufsetzen und so, sehr lästig. Lassen wir lieber gleich. Ich zeige euch nachher, wie ihr es einstellen könnt, dass wenn immer Essen da ist zum Verarbeitet werden, es einfach automatisch verarbeitet wird. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder darunter, wo wir zuletzt waren. Und dann werde ich euch zeigen, wie man einen Raum einrichtet und zuweist. Denn was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, ich möchte jetzt einerseits einen Raum haben für die Jungs zum Leben und andererseits möchte ich jetzt jemanden ausrufen, der dafür sorgt, dass wir automatisiert produzieren können, nämlich einen Manager. Der braucht allerdings ein Büro. So, zunächst einmal, wir haben vorhin eine Tür produziert. Jetzt produzieren wir am besten gleich noch eine.
Und hier unten geht ihr jetzt in den Bereich Furniture. Hier drin seht ihr alles, was ihr in den Raum reinpacken könnt. Wir haben vorhin einen Stuhl produziert. Damit gehen wir jetzt dorthin. Den haben wir produziert. Und wir gehen in den Reiter Doors und Hatches und platzieren die Tür, die wir vorhin produziert haben. Wenn die euch fehlen, geht hoch zum Carpenter oder zum Stoneworker und macht die euch eben schnell. Diese zwei Gegenstände sind alles, was es braucht, um ein Büro auszurufen. Der grüne Zwergenkopf hier öffnet das Zonenmenü. Hier könnt ihr ausrufen, wo ein Raum sein soll. Ihr könnt auch ausrufen, wo eure Tiere sich aufhalten sollen. Ich gehe da auch gleich nochmal drüber im Detail. Wir brauchen jetzt hier ein Büro, also klicken wir hier hin, gehen hier drüber, klicken auf Akzeptieren und jetzt ist das ein Büro. Wundervoll. Wir können auch hier jetzt in den Raum darüber ein Bett stellen und eine Truhe. Hoffentlich ist die Tür schon fertig. Und dann können wir das Ganze auch zu einem Schlafzimmer ausrufen. Schlafzimmer darf es nur sein, wenn es eine Tür hat und ein Bett drin ist. Ihr könnt dann jetzt hier auf Multi klicken und dann einfach hier wird das Ding ausgerufen. Das Schöne ist, das könnt ihr auch über mehrere Räume gleichzeitig drüber ziehen. Wenn da jetzt noch mehr Schlafzimmer, die ihr ausrufen wollt, drüber wären, dann könntet ihr damit auch gleich 5, 10 oder mehr Schlafzimmer ausrufen. Feine Sache. Ihr könnt jetzt hier reinklicken und das Schlafzimmer jemandem bestimmten zuweisen. Müsst ihr aber nicht. Machen sie auch von alleine. Was ihr aber noch machen müsst, ist das Büro jemandem zuteilen. Aber wem? Das stellen wir jetzt ein, weil wir brauchen ja schließlich einen Manager. Das machen wir, wenn wir hier auf die Krone gehen. Hier könnt ihr alle möglichen Sonderberufe verteilen, vom Militärkommandanten über den anleitenden medizinischen Zwerg. Was wir brauchen, ist hier der Manager. Aufs Pluszeichen klicken. Wir gehen hierher und nehmen den besten Organisator und auch gleichzeitig unser Expeditionsführer. Ist kein Problem, dass der zwei Ämter gleichzeitig hat, solange er es zeitlich hinkriegt. Und ihr seht, jetzt hier wird es rot, weil er hat kein Büro. Wir gehen jetzt hier auf das vorbereitete Büro, klicken hier auf den Zwergenkopf und weisen dieses Büro ihm jetzt zu. Und wenn wir jetzt wieder ins Menü gehen, grünes Häkchen, er kann jetzt hier arbeiten. Nach dem Prinzip funktionieren im Grunde genommen die ganzen Jobs hier. Natürlich alles etwas komplexer. Hier werdet ihr irgendwann dann auch die Adligen finden, die dann immer größere Ansprüche haben. Also ihr seht hier Büro, Schlafzimmer, Esszimmer, eigenes Grab. Es wird ziemlich wüst auf Dauer noch. Aber so weit versteht ihr dann schon mal, wie ihr das abziehen könnt. Hier der Beruf des Brokers ist der, den ihr später zum Handeln braucht. Das werde ich in dem Tutorial hier leider nicht mehr erklären können, denn die erste Karawane kommt leider so spät, dass ich es nicht näher erklären werde. Aber wissenswert ist, hier findet ihr das Handelsdepot. Das platziert ihr einfach wie jedes andere Gebäude auch. Und damit seid ihr gut. Kleiner Tipp hier am Rande, ihr könnt den Wagen hier auch abbauen und bekommt das Holz wieder raus. Das ist ziemlich cool, falls ihr in einem richtig holzarmen Bereich seid. So, jetzt noch schnell ein, zwei Worte zu den Zonen, bevor wir dann die Automatisierung in die Hand nehmen. Die Zonen, eine Sache, die ich wirklich wichtig finde, ist hier Pen and Pasture. Das ist, womit ihr zuweisen könnt, wo eure Tiere unterwegs sein sollen. Denn eure Karawane startet mit einem Haufen Tiere und es ist nützlich, die zuzuteilen. Ich teile jetzt hier diese Zone ein, achtet darauf, dass dort Gras wächst und dergleichen. Und dann das Häschen und das Plus-Icon. Und jetzt könnt ihr die Tiere, die ihr habt, auf diese Zone jetzt hier festbinden. Ist kein Zaun oder so nötig. Als einfache Faustregel, tackert fest alles, was keine Hunde und Katzen sind. Die Katzen werden für euch Geziefer jagen. Die Hunde sind gute Kompagnons für eure Zwerge, können eure Base verteidigen, sind allgemein recht nützlich. Alles, was Nutzvieh ist, könnt ihr da festtackern. Und wenn ihr euch selbst eine Herausforderung stellen wollt, dann könnt ihr hier in den Farming-Bereich gehen. Und der Butcher und der Farmer, das sind die zwei Workshops, die mit dem Vieh interagieren. So, jetzt aber zurück zu der Frage, wie automatisieren wir das mit dem Essen? Wir können jetzt hier, dadurch, dass wir einen Manager zugeteilt haben, hier den Bereich Work Orders bedienen. Work Orders sind entweder einmalige größere Bestellungen. So, wir könnten jetzt hier reingehen und sagen, braut Getränke von Pflanzen und macht das 10-mal. Damit können wir eine größere Bestellung aufgeben. Im Gegensatz zu hier, da müssten wir das
zehnmal einzeln klicken. Ziemlich nervig, schön, wenn man es so machen kann. Aber wenn wir hier auf das grüne größer und kleiner als Zeichen klicken, können wir das Ganze auch noch genauer definieren. Also hier kann ich jetzt sagen, immer wenn die Menge an fermentierbaren Pflanzen größer als 1 ist, also wenn ich überhaupt irgendwas besitze, dann mach das. Und hier steht auch Restarts Daily. Also der wird jetzt jeden Tag überprüfen, habe ich was Fermentierbares? Wenn ja, dann feuert er diesen Auftrag automatisch ab. Rechtsklick geht wieder raus. Jetzt könnt ihr hier noch einstellen, wie oft die Werkstatt das dann durchführen soll, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wir sagen jetzt, immer wenn ihr was Braubares findet, dann braut ihr 5-mal an dem Tag. Und damit lassen wir es bewenden. Das machen wir jetzt auch hier drüben in der Küche. Wir sagen, ein Easy Meal, das macht ihr immer, wenn ihr weniger als 15 Mahlzeiten derzeit habt. Dann kocht ihr mehr 5-mal. Als Faustregel, jeder Zwerg verbraucht 2 Einheiten Essen pro Jahreszeit. Also eure Festung verbraucht am Anfang 14 Einheiten Essen pro Jahreszeit. Getränke werdet ihr mehr verbrauchen, eure Zwerge trinken anteilmäßig mehr, als dass sie essen. Nochmal ganz, ganz Lustiges hier zum Schluss über die Küche. Ihr werdet hier auch kochen mit Getränken und ihr könnt das euch so vorstellen, in jedem Essen muss eine feste Zutat sein und der Rest kann auch mit flüssigen Zutaten ersetzt werden. Das Schöne ist, ihr nehmt 5 Pilze und macht 10 Alkohol draus. Und dann könnt ihr eine Einheit Alkohol und eine Einheit irgendwas anderes, sagen wir Fisch, nehmen. Und dann macht ihr wieder eine Mahlzeit daraus. Summa summarum könnt ihr so euer Essen wirklich effektiv vermehren. Auch schön, ihr könnt Essen mit dem Pflanz- und Büschelzeichen hier einfach oberirdisch sammeln. Es ist ziemlich müßig rauszufinden, was ihr mit all den Dingen machen könnt hier oben. Wenn ihr keine Ahnung habt, einfach alles pflücken. Und eine Work Order auf die Still einrichten für Getränke aus Pflanzenbrauen, aber auch Getränke aus Früchtbrauen, wenn immer fermentierbare Früchte und so da sind, dann macht ihr dasselbe. Und dann könnt ihr einfach blindlings da oben pflücken, was ihr wollt. Eure Zwerge wissen dann schon, was damit anzufangen. Das mit den Work Orders, das könnt ihr auch für die anderen Werkstätten einrichten. Also ihr könnt jetzt auch hier an den Carpenters Workshop gehen und sagen, wenn immer ich weniger als 2 Betten habe, dann baut ein Bett. Und so könnt ihr euch ganz easy minimale Mengen von etwas in eurer Festung halten, ohne dass ihr ständig alles von Hand nachbauen müsst. Sehr, sehr feines Zeug. Wirklich wichtig, das so schnell wie möglich in die Hand zu nehmen, weil ansonsten ist das Spiel wirklich unangenehm zu verwalten. Noch ein schneller Nachsatz über die Work Order. Wenn ihr in eine Werkstatt klickt und dann hier in den Reiter geht, wird diese Work Order sozusagen an die Werkstatt angeheftet. Wenn ihr jetzt noch einen Carpenters Workshop baut, dann weiß der nichts von der Regel hier. Das kann manchmal unangenehm sein. Und wenn ihr hier in das Menü hier unten geht und dann hier auf dieses Teil hier klickt und dann könnt ihr Zugriff auf alle Werkstätten. Und wenn ich jetzt hier in diesem Fenster den Befehl aufbaue, dann gilt der für alle Werkstätten. So könnt ihr auch eine spezifische Produktion für einen bestimmten Werkstatt einrichten, wie ihr wollt. Und das sind jetzt schon mal eigentlich die Basics, die ihr wissen wollt. Ihr könnt jetzt weiter nach unten graben, nach Metallen suchen und wenn ihr dann Metalle habt, dann könnt ihr hergehen und anfangen, ein Wood Furnace zu bauen, um euch Kohle herzustellen und dann baut ihr euch eine Smelter, um dort die Metalle einzuschmelzen. Ihr könnt in der Smelter auch Kohle weiterverarbeiten, um einen effizienteren Treibstoff zu haben. Oder ihr schaut euch all die anderen Dinge an. Ab hier gibt es noch endlos viel weiter zu erklären, aber das sind jetzt soweit schon mal die Basics und das sollte euch genug geben, dass ihr den Rest von hier aus weiter erkunden könnt. Ein großer Hinweis auch noch auf die Dwarf Fortress Wikipedia. Ich habe euch den Link dazu in die Box unten reingepackt. Dort findet ihr wirklich alles und ich meine auch alles, was es zu wissen gibt. Dort schaue ich selbst auch immer nach, wenn ich neue Systeme mir aneignen will, weil die Community macht schon seit vielen, vielen Jahren gute Erklärungen dazu. Also, wenn ihr mal wissen wollt, wozu zum Donnerwetter ist der, was könnt ihr aus diesen Pflanzen hier oben anstellen, wozu sind die da,
Schaut einfach nach, ihr werdet eine Menge gute Dinge rausfinden. Ich konnte jetzt hier wirklich nur das Oberflächlichste erklären. Ich hoffe, ihr fandet das soweit hilfreich. Lasst mir einen Kommentar da, was ihr davon gehalten habt. Ich werde auch gerne weitere Tutorials auf Deutsch machen. Ich bin auch wirklich gerne offen für Dinge, die ihr gerne wissen wollt. Also lasst mich wissen, was für Tutorials ihr noch haben wollt. Lasst einen Daumen hoch da, überlegt euch ein Abo dazulassen und die Glocke anzumachen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Außerdem packe ich noch einen Playlist-Link in die Box unten rein für spezifisch die deutschen Tutorials von mir. Und noch ein letzter Aufruf in eigener Sache. Ganz oben in der Box sind noch ein paar Links zu Patreon, PayPal und Buy Me a Coffee, mit denen ihr den Channel supporten könnt. Und ich wäre es euch sehr verbunden, wenn ihr euch sie zumindest anschauen könntet. Ein dickes Dankeschön an all die Supporter, die diese Gelegenheiten schon genutzt haben an der Stelle. Und vielen, vielen Dank, dass ihr euch das Video bis hierher angehört habt. Das bedeutet mir mehr, als ihr euch vorstellen könnt. In diesem Sinne, viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal.